So, und da bin ich auch schon wieder. Direkt mal eine neue Folge aufnehmen. Wir sollen zur U-Bahn-Station finden, was ich ein bisschen merkwürdig finde gerade. Hier hinten ist nämlich noch eine Tür. Da wollte ich nochmal durch. Okay, da können wir nicht durch. Schade. Aber cool, dass der U-Ton gerade für uns hier kämpft. Unterstützen wir den mal ein bisschen. Bam. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Ja, Alter. Ihr mit euren komischen Chests. Das nützt nichts. Was für das nützt nichts? Dein Ende ist nah. Wo soll ich denn dann lang, yo? Ich muss definitiv... muss definitiv irgendwie zur U-Bahn-Station kommen. Aber die ist nicht hier, ja. War das die letzte von denen? Nee, okay, hier sind noch zwei. Die können wir dann mal schnell... Ja, den habe ich. Chill. Ach, der kann das nur für uns aufmachen. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Naja. Komm durch! Drecksteil. Okay, was wollen die... Ah, jetzt müssen wir hier schon wieder kämpfen, ja. Ah. Eine Engelsfüllung. Not bad. Muss richtig schön weich sein. Was macht denn der jetzt? Jawohl! Also brauchen wir diesen scheiß Hammer, um das ganze Eis kaputt zu schlagen, was wir bis jetzt gesehen haben. Bam, Alter. Und ich sehe gerade, da ist ein Counter, wer wie viele Typen gekillt hat. AKA, ich glaube, wir sollen mehr killen als der. Ja, jetzt haben wir den überholt. Neues, neues. Neues, neues. Ich stehe direkt neben dir. Halt's Maul. Ja, danke. Da kann ich wieder ein bisschen Leben auffüllen. Komm, machen wir mal. Scheiß Engel kann ja eh nix. Wo fliegen die jetzt hin? Ja. Die haben auch nichts zu tun, oder? Also hier so ein bisschen behindert im Kreis fliegen. Oh, da kommen direkt noch ein paar mehr. Ach jo. Naja, der Typ, der Ultan oder wie der heißt, der kann's voll. Beziehungsweise der Hammer von dem kann's voll. Aber wir werden trotzdem mehr Engelchen töten als der, beziehungsweise Täubchen halt. Ich lass dich auch gewinnen. Okay. Lass du uns mal gewinnen. Hier drüben, Fremder. Ach fuck. Moment. So. So.
Naja, okay. Ja, okay. Kommt er mit, oder? Ne? Ja, ja, dann gebt halt nicht nach. Sterbt alle. Mir halt scheißegal. Und wie zum Teufel bin ich eigentlich schuld daran, dass deren starker Typ da gestorben ist, ja. Ernsthaft. Ja, chill, komm, hier. Ja. Fight me. Komm, jetzt counter. Oder auch nicht. Hat er uns gerade sozusagen geexecutet, Alter? What the fuck ist das? Nein, ich konnte doch... What the fuck ist jetzt passiert? Ich kann den gerade executen. Hab eh gedrückt. Konnte ich den nicht mehr executen. Okay, denn. Ja. Mach ich. Tüdüdü. Hui. Aha, jetzt können wir hier weiter. Ja, komm mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Schwebt doch nicht da so rum wie so ein Mongo, Alter. Okay, da kommen wir gerade nicht durch. Easy, Alter, easy. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Gib ihm! Also ich glaube die 32 Tauben, die wir gerade gekillt haben hier, die kriegt Uldaman sich da glaube ich nicht eingeholt. Ich lass dich auch gewinnen. Bam, 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 bam. Nice, war's das? Ne, da hinten sind noch ein paar. Der Reiter kommt. Mann! Will er mich verarschen? Was schlägt er mich da einfach runter, jo? Hey, schaffen wir noch 50? Ich weiß nicht, wie lange das Level hier noch geht. Da hinten ist so eine neue Zorntruhe. Nice, danke. Hier drüben,
Sö. Bam, 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 bam. Das Aiming hier ist aber echt ziemlich behindert, muss man ja sagen. Und was ist das? Sind das unsere Greifer? Ah ne, das sind nochmal so zwei dicke Typen. So, zwei noch, dann haben wir sogar die 50 geschafft. Und 50. Dein Ende ist nah. Okay, das ist pure Angeberei. Ne? Finde ich aber auch. Was? Worauf wartest du denn noch? Müssen wir echt nicht da lang? Okay, ich kann damit nicht springen. Kann ich das vielleicht? Nee, ich kann das nicht werfen. Oh. Hier drüben, Fremder. Schade, ich kann damit weder springen, noch konnte ich das werfen. Dann muss ich wohl wieder mit Schwert weiterkämpfen. Hier drüben, Fremder. Hier habe ich halt so viel Shit noch nicht erkundet. Hier war noch irgendwo so eine Zorntruhe. Da bin ich nicht hoch. Da hinten ist die Zorntruhe. YOLO. Das passt, das passt, das passt. Nein! Nein! Fuck. Scheiße. Halt wirklich ein Meter, jo. Ne, das war keine Zorntruhe, das ist eine ganz normale. Ja, konvertiert, Alter. Ohne Witz. Der ganze Weg, den der genommen hat, kommt man eh nicht hin. Ja. Ich warte darauf, dass ich hier mal ein bisschen erkunden kann. Aha, hier ist die Zorntruhe. Auch wenn wir den Zorn nie benutzen. Ich möchte den dann doch noch bekommen. Worauf wartest du denn noch? So. Jetzt können wir hier wieder runter. Ah, und wieder hier rüberspringen. Jo, wie du mir auf den Sack gehst, Alter. Ja. So, da bin ich auch schon. Mach auf! Du hast gewonnen. Muss eine andere Möglichkeit geben. Klare Sache. Kampflehre. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit, mit der Kriegswaffenerfahrung sammelt. Seine Rüstungsstufe wird ebenfalls verstärkt. Cool. Dann mach auf! Ich stehe doch neben dir, Alter. Wo sind wir jetzt? Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Ich komme schon außer Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ich setze mich lieber hin. Lass die Federn fliegen, Junge! Ja, natürlich, Alter. Ich hab nichts anderes vor als die.
V hier zu killen. Nur weil ihr Sugar Daddy Abaddon da getötet wurde vom fucking Zerstörer. Jo, und jetzt wird die einfach so abtransportiert oder was? Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Ich hab nicht mal gesagt, ich bin überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Vernichte die Quälerin. Okay. Damit beende ich die Aufnahme. Ich glaube, die ist jetzt kürzer als die anderen gewesen, aber ja, ich denke, die ist immer noch lang genug. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Vielen Dank und guckt auch nächstes Mal auch wieder vorbei. Euer The Critical Man. Ciao.